Willkommen zurück zu Shininjas Let's Plays und Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Wir sind in der Welt von Tron in Hello Bastion und sind gerade hier im IO Tower angekommen und hatten in der Außenwelt hat Leon eine CD von Cid eingespielt, die jetzt Tron scheinbar noch mehr Macht verliehen hat. Und jetzt sind wir dabei, ein neues Segel zu finden, um zum MCP zu kommen und ihn dann endgültig zu löschen. Und die Welt von Tron damit sicherer zu machen, beziehungsweise nicht nur die Welt von Tron, auch die Außenwelt von Hollow Bastion, da der MCP echt viel Kraft gewonnen hat und das Verteidigungssystem der Stadt amok läuft wegen ihm. Und er kontrolliert sogar eine Maschine, die in der Außenwelt Herzlose herstellt. Und das ist nicht sehr feierlich. Bam, bam, bam. Ui, da kommen aber viele Taler raus. Die kleinen roten kennen wir, glaube ich, noch nicht. Haha. Das war diese Magneterfähigkeit, die ich neu habe. Zack, zack, zack. So, auf zum Simulationshangar. Macht nur leider nicht so viel Schaden. Aber gut, ist ja auch eher dafür gedacht, die Gegner zusammenzutreiben. Immerhin ein Pyro-Tropfen bekommen, die sind ja auch selten. Ein Puzzleteil, was wir noch nicht haben. Und deswegen dauert es lange, mit USB-1 Daten zu versenden. Bei USB-3 tippt man einfach einen Teleporter. You've got to keep a lookout. The MCP isn't going to just let us waltz in. Genau, wartet bis sie landen. Überladen, wie geht das denn? So, wenn ich bei einem Gegner schon richtig viele Punkte kriege, wie viel kriege ich denn dann mit rein? Ich sehe schon, ich bin jetzt schon am Max. Okay, jetzt haben wir oben auf jeden Fall eine Gewichtsleiste und die darf nicht voll sein, damit wir uns trotzdem weiter bewegen. So, gucken wir uns mal die Meisterform an. Ich glaube, das wäre die mit dem Combo-Abschluss dran. Oh krass, das war jetzt aber stark. Oh, mitten in der Abschlussangriff blockiert worden. Oh, Level Up für Sora mit Anfallkraft hoch. War ich gerade ein bisschen zu schnell, aber egal. 325, das ist echt die krasseste Kombi, die ich bisher hatte mit irgendeinem Freund oder mit irgendeiner Limit.
So, Level Up für Tron und Magiekraft hoch. Und alle Gegner geschafft. Da haben nochmal alle Level Ups gekriegt. Explosion hat Sora gelernt. Tron HP hoch. Bei dem Rest konnte ich nicht schnell genug gucken. The MCP is straight ahead. Time to settle things for good. So, zwei neue Kisten. Vier Kisten, da vorne liegen auch noch welche. Oh, Rekalkan Plus. Ja, eine Karte fehlte noch. Kosmos-Glücksbringer erhöht die Angriffskraft und Magiekraft merklich und erhöht die Maximum-AP außerordentlich. Das klingt auch außerordentlich gut. Halt. Items erstmal Truhe. Das benutze ich auch gleich. Ach, ich habe Schluck auf. So, Items Sora. Jetzt bin ich mal gespannt. 4-2 macht der. Und der macht 7-2-2. Ja, richtig cool. Das heißt, ich habe 3 AP-Punkte auf jeden Fall dazu bekommen gerade. So, was hat er gerade neu bekommen? MP Mas Astra. Die MP nach kompletten Verbrauch auflädt um 50%. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Wie viel brauche ich? 4. Dann nehme ich mal IS-Boost raus. Achso, ich habe es gar nicht drin. Feuerboost ist 3. Mach ich mal so das raus und dafür MP Astra rein. Hyperheilung bleibt drin. So, und hier, ich habe 5 AP-Punkte wieder und Explosion kostet 3. Je stärker die Magiekraft, desto höher der Schaden. Mhm. Damit habe ich fast keine Sachen mehr, die ich ausrüsten kann. Ja gut, aber die, die noch fehlen, die kosten auch ein bisschen. Gut, dann machen wir hier einen kleinen Zwischenspeicher und dann ab zum Endboss-Fight. Also Endboss-Fight von der Welt von Tron. Who is that? Sark, the MCP's number 2. Tenacious little bugs, your time is up. Prepare for deresolution. Den hatten wir doch schon mal besiegt. Running executable. Mal gucken, wenn hier ein paar Gegner kommen. Vielleicht kriegen wir die Kombo dann doch ein bisschen hoch. Die Lehm hat aber nicht. Aber es ist sicher nur der Vorgeschmack für den MCP, der gleich kommt. Hallo, ich wollte gerade sagen. Das finde ich mal lustig, wie die Gegner nur noch ein HP haben können, aber erst besiegt sind, wenn man mit einem Combo Abschlussangriff trifft. You're very persistent, Tron. I'm also better than you. We would have made a great team. Now for the MCP. This thing is the MCP? That's it.
ugly, isn't it? Tron, don't you understand? We don't need users. We've advanced. They're superfluous. Be a part of me, and together the world will be ours to control. MCP, you still don't get it, do you? Sark! Sark! All my functions are now yours! Na toll. Macht das nicht es für ihn auch schwerer, wenn er so groß ist? So, das rechts sieht wie ein Shotshot aus. Hat so nur so wenig Leid. Ja, und jetzt? Scheiße, jetzt habe ich eine Taste gedrückt, das wollte ich nicht. Wie sein Bein immer aufgerissen ist, wenn er betäubt ist. Ah cool, ich kann trotzdem die Dings machen. Ah, aber er verhindert es. Okay, deswegen muss man ihn dann als erstes machen. Vielleicht gibt es ja auch Erfahrung. Na, ich greife meine Mitte an, dann mache ich vielleicht beide kaputt. Oh, fuck. Die falsche Fähigkeit geklickt. So, die Hälfte haben wir circa. Ah, ist wieder da. Schade, dass nicht eine Phase reicht, um ihn K.O. zu hauen. Aber es reicht nicht, wenn ich nicht rankomme. Oh, die sind nur mit einem Wirbler gleich beide Beine kaputt gekriegt. Nu, bleib stehen. Wir haben noch keine Zeit. Haha. Also jedes Mal ungefähr eine Leiste. Wie gerade in seiner Energie, das ist gerade riesengroß, wurde. Ah,
es ist so ärgerlich. Nur ein kleiner HP lässt du übrig. Schade. Los, wir haben noch keine Zeit. Könnte auch rumlaufen, aber dann mache ich lieber hier vorne gleich ein Loch. Ah, schon wieder. Ey, das nervt doch. Oh, genau jetzt, wo ich hätte rankommen können. Oh, das wird nichts mehr. Doch. Ah, der Typ kommt gleich wieder runter. Und dann unterbricht er mich ja eh sofort. Emergency! Ich kann nichts machen. Jetzt ist er wieder da. Aber vom Prinzip her ist es easy, der Kampf. Ja. So, soll das letzte Mal gewesen sein. Müssen wir noch stehen bleiben. Sehr gut, vielleicht noch mit einem Loch bei mir. Dann können wir ihm jetzt den Rest geben. Reflekt-Element für Sora. Maximum HP bei allen dreien und bei Goofy was es war mehr. Cool, dann können wir ihm jetzt noch was ausrüsten. I see Tron has a silly side, too. I learned it from you. Of course, I do have my silly limits. Okay, then I'll tweak your program when I get back to the user world. You? Maybe we better not try that. Aw, how about it, guys? Singin' Tron? Dancin' Tron. Sound good? Yeah! Okay, okay, fine. But before I crash, Sora, Donald, Goofy, and all the users out there, thank you. You really helped me. You made me so much stronger. You taught me what friendship is truly all about, and I'll never forget it. As soon as I met you, I knew we were going to defeat the MCP and free the system. Isn't this what users do when they're sorry to say goodbye? It's a first for me. Gorsh, Tron, it's like a promise that we'll see each other again real soon. Okay, well then. Gruppenkuscheln. I promise. Where are you going? Oh. Tron. Ich glaube, wir sollten uns hier mal schnell ausloggen. Are settling down in town. The only heartless left anywhere are the local variety.
And it looks like there are fewer than before. Now if we can just get those three back in one piece... You're here! Welcome back! How's the town? A-okay! Not a single trace of the MCP, either. Everything's back to normal. We made it. Hey, why the long face? What happened? Tron just disappeared! And he promised we'd see him again. What's happening? Greetings, friends. System is up and ready for user input. Tron! Stay in touch. Yeah. And bring out Tron! Hey, stop that. It tickles. Tron is ticklish. How about this? Please stop that. I think Tron's been hanging around those guys too much. Wait, just a moment. I want to show you something I dug up from the system archives. You can see the town back when it was first built. That's right. I remember now. Hat man jetzt irgendwas gesehen? Just like the old days. I'd be fascinated to ascertain as to when the town got such a dreadful name as Hollow Bastion. Das muss doch super viel Energie kosten, ne? This town had another name once. Radiant Garden. Radiant Garden. Das erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy 8. Also da hießen ja die Schulen immer Garden. So, fürs Abschließen von Hollow Bastion haben wir jetzt Funkenschlag als Erfolg bekommen. Eine neue Episode, aber wo? Hier ist nichts. Na gut, wir sind am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss!